Mit einer Huldigung an die Musikgruppe Queen und ihren Leadsänger Freddie Mercury alias Stefan Flores startet der St. Veiter Fasching in seine 55. Saison. Gekonnt moderiert Herzog Philipp I., Philipp Supositz, durch den abwechslungsreichen Abend. Bei der Nammler-Show mit Robert Rudorfer, Michael Huber und dem Präsidenten der Faschingsgilde St. Veit, Martin Kircher, wird der Datenschutz, die Weihnachtsmärkte, aber auch die bevorstehende Bürgermeisterwahl aufs Korn genommen. Bürgermeister Herwig Kampel. Klingt gut, oder? Ja, also ich hätte nichts dagegen. Ja. Braucht es mehr Frauen in der FPÖ in Kärnten? Nein, undenkbar. Sich nur erinnern an den ersten Kuss? Ja, erinnere mich gerne zurück. Und ja. Von wem? Gerhard Mock. Auf wie viele Veranstaltungen bist du eigentlich so im Jahr ungefähr? Ja, werden es bei den 300 sein. Auf wie viele Veranstaltungen von denen bist du eingeladen? Ja, so 5 vielleicht, ja. Passt. Sehenswert wie immer, die Gardemädels der Faschingsgilde St. Veit. Tanja Uschan hat es wiederum geschafft, eine sehenswerte Choreografie auf die Bühne zu zaubern. Regisseur Herbert Marktl steht heuer selbst auf der Bühne. Herbert Solo nimmt sich mit scharfer Zunge der Kommunal- und Weltpolitik an. Aber nun wieder zurück zu unserem Innenminister. Er hat ja seiner Polizei Pferde verordnet. Wozu? Ich bin der Meinung, er ist der Einzige, der ein Pferd benötigt, damit er höher sitzt. Erstens und zweitens, damit jemand denkt, bevor er seinen Mund aufmacht. So kann es einem ergehen. Die zwei Weiber, Angela Bukanik und Angelika Salbrechter, haben total übersehen, dass die Herzogstadt Video überwacht wird. Sie haben nicht warm. Wollt ihr mal probieren gehen? Testen wir? Ja. Testet's aus. Ja, super. Schaut kurz aus, ja. Super, danke. Das ist so richtig kalt. Danke. Das gibt es nur in St. Veit. Eine Kisscam. Landeshauptmann Peter Kaiser wurde sofort ins Bild geholt. Siehe da. Akrobatik vom Feinsten zeigen die Mädels von der Akrobatiktruppe. Gelernt ist gelernt, kann man nur sagen. Baumeister Hannes Bugernick, Vulgo Kleschmente, ist heuer singend unterwegs. Was so alles während einer Zugfahrt passieren kann, zeigen Tanja Uschan, Seppi Schneeberger, Konrad Pfandl, Angelika Salbrechter und die Schaffnerin Dieter Trixner. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen. Auf der rechten Seite befindet sich der Abfall. Auf der linken Seite montieren wir nächstes Jahr eine Sicherheitsgurt. Bei einer Vollbremsung Hände nach oben und laut schreien. Ich wünsche einen guten Flug. Ach Oma, geht's da gut? Oh, jetzt eine wilde Partie noch. Oh. Ja, was trinkt die Schaffnerin, dass die so drauf ist? Keine Ahnung. Ah, trinkt sie im Herbst viel Sturm, gell? Vater haben bald ein Schor vor Wind. Sein Vater Karl Bugernick hatte eine. Er hat jetzt eine. Karl Stefan Bugernick tritt heuer zum ersten Mal solo auf. Grundsätzlich bin ich ja schon lang beim Fasching, also ich glaube das 15., 16., 17. Jahr war es jetzt nicht genau. Ich habe schon unzählige Rollen gespielt mit dem Robert Rudorfer, mit meinem kongenialen Partner zusammen. Da bin ich eigentlich nie noch so richtig nervös gewesen, weil ich immer gewusst habe, es ist einer da oben, der mich unterstützt. Aber heute so jetzt bei einer Solonummer, bei der Premiere, da muss ich schon sagen, das ist eine andere Welt. Und da muss ich zugeben, da war ich ziemlich sehr nervös. Ja.
Lernende Kind, ich bin der Chore, der Hausmeister auf der Blumenhalle. Nicht der Chore, der Chore. Das schreibt man K-O-R-E. Kärntner Obertrottel repariert die Eventhalle, nicht? Kalli Puckernick, wie ist das, wenn man so als Fasching-Senior hier zu unten sitzt? Das ist ein ganz ein neues Gefühl. Sitzt dort und bist ohnmächtig. Wenn irgendwo der Ton nicht geht oder der Text ausfällt, dann bist du ohnmächtig. Das ist für mich ganz was Neues. Ja, es ist klasse. Im Märchen, geschrieben von Senior Karl Puckernick, geht es um die neuen Medien WhatsApp und Co. Robert Rudolph, eine großartige Sumsi Kohlweg, Angelika Salbrechter, Stefan Flores, Michael Huber, Martin Kircher und Mario Spanninger fesseln das begeisterte Publikum. Der Märchenprinz, der hat der Fridolin. Da ich sag, fällt mir alle Weiber hin. Ich bin der Märchenprinz, der hat der Fridolin. Wenn ich sie anschaue, schmeckt sie sie dahin. Oh, 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 aber da im Schritt bin ich noch immer fit. Der hat ein Gläscher, das ist ein Graus. Warum kommst du nicht in das Stirnhaus? Aha! Wie soll ich zu dir aufkommen? Auf deinem Türschild steht kein Nomen. Amor ist die Macht, das dir zum Trutz. Das ist nur wegen einem Datenschutz. Ich komme hoch, die tausend Sprossen, dich zu lieben, dich zu liebkassen. Da musst du ganz am Erde warten, zuerst gibst du mir mal eine Visakarten. Schneller geht's, dann bist du gleich dran mit Mastercard, Quick Pay Funktion. Liebe nur eine. Und du bist aber auch nur so gar stieg zu mir. Gebe jetzt einfach an, greif endlich zu. Hallo, Freunde. Es läuft erstens großartig, zweitens ist eine große Spannung weggefallen, weil man natürlich immer wieder sehr aufgeregt, sehr nervös ist und letztendlich ist das Publikum der Souverän, der dann entscheidet, ob es gefällt und ich glaube, es war heute ein sehr erfolgreicher Abend. Gefürchtet werden in der Gastronomie die Tester, sei es Wein oder Essen. Im Glantaler Hof mit Robert Rudorfer, Michael Huber und Hansi Wolliner wird ein Tester erwartet. Haben Sie vielleicht einen Sauvignon Blanc vom Château Mouton aus dem Bordeaux? Leider nein. Ich könnte Ihnen anbieten einen Sauer Enfée Cuvée vom Riedel Frédé aus dem Bidet. Ja, Essen? Boah, ja, das ist das. Nein, das ist kein Hinterglantaler Bio-Berlin aus nachhaltiger Freiluftreibung. Was ist los? Hey. Nein, Spinter, ich weiß nicht. Das ist aus dem Burgtal möglicherweise. Oder aus dem Wörtschitztal. Ich schmecke da leichten ACB-Befall. Bürgermeister Gerhard Mock war bei der Premiere besonders aufmerksam. Muss er, nein,
darf er doch am 22. Februar selbst die Sitzung als Herzog leiten. Ja, das ist ganz besonders. Erstens einmal, weil der Landeshauptmann wieder da ist beim St. Veiter-Fasching. Und natürlich, heute bin ich ein bisschen aufgeregt gewesen, weil ich am 22. die Faschingssitzung leiten sollte. Geplant ist es auf jeden Fall. Wir lassen uns überraschen. Es wird nicht so leicht werden. Also ich muss ehrlich gestehen, heute, wenn man das angeschaut, da habe ich, glaube ich, zu früh Ja gesagt. Der Bürgermeister wird auch singen müssen, ja. Es ist wichtig für ihn, für uns und damit auch fürs Publikum. Wir sind Härten gewohnt. Ja gesagt haben auch die Gitarreros zum heurigen Programm. Stefan Flores, Georg Kratzer und Mario Spanninger begeistern das Premierenpublikum. Was Hübsches an, wir gehen heute lecker aus. Sie machte Augen, denn er fuhr zur Tanke raus. Ich hätte Fäuste, Schatz, wenn ich mit dir bei Bruno. Du mit deinem Hundfitschen, eine Nummer müssen wir machen. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, wie lieb ich meinen Bruno hab? Na. Mein Bruno, gell? Den habe ich so lieb. Weil wenn ich den zum Beispiel daheim frage, gell? Bruno, wie schau ich aus? Was ist der da zu mir sagt? Wow. Präsident Martin Kircher musste auf seinen Partner Hannes Buganek etwas warten, denn sie müssen einfach eine Nummer machen. Gott, Größenbahn, Großspurig, da fällt ein, Gerhard. Gerhard? Wo ist denn Frau Gerhard? Ja, Gerhard Gock. Eine super Idee, weißt du, was wir machen? Wir spielen jetzt die Szene, wo der Gerhard seine Gackel kennengelernt hat. Gegoogelt, meinst du, oder was? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Grüß Gott. Gackel. Gestatten. Gerhard. Gut aussehender Gemeindechef. Geküsst. Geleckt. Galant, Gerhard. Gelernt. Geht's gut? Großes Gefred. Gefriest, geschwollen. Gerade Geschäftes gefressen. Gegessen. So schnell geht es. Die beiden Transpiranten Georg Kratzer und Bernd Bodner stehen im M2 auf der Bühne. Schnell, Nohans, bevor es losgeht. Ja, sag mal, was soll denn losgehen? Hast du das überhaupt zahlt? Schau. Geht schon los. Transparent wärst du eigentlich, entweder du wärst gefragt oder du fragst, ob du transparent werden kannst. In meinem Fall war es, dass ich gefragt worden bin, weil ich letztes Jahr bei einer Sitzung gesagt habe, ich würde eigentlich gerne mal auftreten, auf die Bühne gehen. Und dann haben sie mich gefragt und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte machen. Mit viel Schwung präsentiert sich die Showdance-Gruppe. Yeah.
Nach so viel Schwung wäre eine Auszeit notwendig. Wocke mit dem Popo, dies können die Zuschauer bei der Nummer mit Sumsi Kohlweg, Karl-Stefan Buganik und Robert Rudorfer. Schmale Taille, lange Beine, groß. Ja, wahrscheinlich. Ich kann vor, du hast die perfekte Speckbirnfigur. Hey, der Prototyp mit seiner Apfelfigur. Kugelrund und ein kleines Stingerle dabei. Wisst ihr was, wir haben ein Jassa-Buller haben, die Gitti und die. Wisst ihr was, meine Frau und das Bull gemeinsam haben? Wisst ihr das? Die Anschaffungskosten sind hoch, die Erhaltung ist teuer. Und seien wir uns ehrlich, wie oft war ich letztes Jahr drin? Oh Maria. So. Oh. Ziffer. Tragezahl, sein Sitz. Sein Sitz wie ihr Mann auch immer so zärtlich wie zu mir. Nein. Ich sei geschieden. Oh. Jetzt heißt es nein. Wie ist denn das passiert? Ja, mich hat betrogen. Und Dragica jetzt müssen mit Enttäuschung leben! Man muss sagen, es ist jedes Jahr immer wieder bewundernswert, was die Gilde an sich mit ihren Akteuren zu sich zusammen recherchiert, das ganze Jahr zusammenklappt. Aber sie machen das sehr gut und es ist lustig und das ist, ich glaube, beim St. Veit-Forsching immer. Die fünfte Jahreszeit. Lustiges und wenn man optimistisch ist, immer das auch Wahre einmal an den Tag kehren. Es ist natürlich nicht einfach, aber wir bemühen uns jedes Jahr und heuer haben wir ja mit einigen rückgekehrten Akteuren wieder ein sensationelles Programm auf der Bühne gestellt. Also bin mächtig stolz, muss ich ehrlich sagen. Ja, der St. Veit-Forsching ist für uns ganz eine wichtige Geschichte. Wir sind da Partner und wir machen das ja heuer am St. Veit-Hauptplatz neu. Und ich glaube, das wird eine tolle Geschichte werden für alle Mitwirkenden, inklusive für die Brauerei. Es ist eine absolut sensationelle Sitzung gewesen. Also wirklich, ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt. Ich kann das nur jedem empfehlen, der sagt, er soll einmal vorbeischauen in die Forschungsgilde. Mega cool. Und ja, wir haben gesagt, okay, das ist was für uns, da setzen wir uns drauf. Und Antenne ist natürlich eine regionale Geschichte. Und da haben wir gesagt, passt, regional St. Veit, eine unserer Hauptpartnerschaften generell schon über die ganzen Jahre. Den fulminanten Abschluss der sehenswerten Sitzung bildet die Hüttengaudi. Bürgermeister Gerhard Mock ist für die Sitzung am 22. Februar bestens vorbereitet, oder? Ja, mal mein Mantel, gell? Also den darf ich jetzt feierlich übergeben. Ja, das ist aber schwer. Blau steht ihm. Das ist schwer. Schwerer Mantel, warm ist er, gell? Ja. Muss man denn die ganze Sitzung? Mit den Leuten wirst du zum Schwitzen kommen. Mit den Leuten, gell? Das heißt, Gerhard, du wirst in deiner Amtszeit, in einer 30-Jährigen, das erste Mal in deinem Leben schwitzen? Eigentlich so schon, ja. Weil beim Menschen schwitze ich nicht. Den kann ich.
nicht unbedingt pfeifen, wenn ich einen Plätzchen sage, sondern einfach immer lustig sein und klatschen. Aber wichtig ist kommen am 22. Die fünfte Jahreszeit wird in der Herzogstadt St. Veit bestens zelebriert. Überzeugen Sie sich selbst davon. Die Sitzungen laufen noch bis 6. März, dem Faschingssamstag. Yeah.